Heute stelle ich euch das SMAS-Wheel oder CMAS-Wheel oder CMAS-Wheel, so spricht man es wohl aus, CMAS-Wheel, V20 vor, also keiner weiß genau, wie die Marke ausgesprochen wird, Megabike, 750 Watt Motor, 60 Newtonmeter, geht richtig ab und ihr könnt den Speed verstellen mit einer Geheimfunktion, das zeige ich euch auch, auf mehr als 25 km/h. Ja, der Aufbau war gar nicht so einfach. Rad wiegt 48 Kilo, ist gut verpackt. Alleine ist es schwer. Also wenn ihr zu zweit seid, dann ist es deutlich schneller aufzubauen. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht. Der Nachteil ist, dass das Vorderrad entsprechend nicht montiert ist und auch die Bremsscheibe nicht drauf ist. Das heißt, ich musste erst die Bremsscheibe einschrauben, das schwere Rad hochheben, entsprechend die Bremsscheibe reinzentrieren. Ihr müsst den Scheinwerfer entsprechend montieren, übrigens ein guter Scheinwerfer, und ihr habt hinten entsprechend noch das schon vormontiert, aber Sattel und Lenker müssen montiert werden, das war's, Pedalen noch. Das geht dann eigentlich relativ schnell, aber das Vorderrad ist echt ein bisschen kompliziert. Was noch beiliegt, ist eine Tasche. Ja. Die Tasche, die könnt ihr an den Oberlenker machen oder ans Oberrohr, Da habt ihr das Werkzeug, also die zwei Imbusschlüssel dabei, so ein Multitool hier, noch so ein Multitool und eine Pumpe und entsprechende Flüssigkeit, Pannenflick-Flüssigkeit sozusagen. Ehrlich gesagt ist die Qualität dieses Werkzeugs jetzt nicht herausragend. Ich würde euch unbedingt empfehlen, mit was anderem zu montieren, weil es ist so weich teilweise hier, wie bei allen aus Asien kommenden Werkzeugen meistens, die ich bei diesen Rädern von auch Hemiway, Mockwheel und sowas habe, dass ihr die Schrauben doll dreht. Also kann ich nicht empfehlen, nehme ich auch nicht mit. Ich habe so ein SKS-Werkzeugset, das ist da deutlich cleverer, so ein Multitool. Was auch dabei ist, ist so ein Telefon-Mobilfunkhalter. Den habe ich gar nicht erst montiert, der war auch zu labil. Ich habe echt Angst um mein iPhone da. Also auch das nicht zu empfehlen, weil auch das gibt es ja. Also braucht auch kein Mensch, ehrlich gesagt, oder? Stelle ich euch erstmal das V20 von CMAS-Wheel vor. Also, ihr habt hier hinten erstmal einen guten Gepäckträger. Ich habe den mit rund 30 Kilo belastet, mit Taschen beim Fahren überhaupt kein Problem. Ihr habt hier hinten eine 7-Gang-Schaltung, die ist von Shimano. Und das ist die Tone-Schaltung, die TZ. Und also eine gute, könnt ihr auch nachrüsten, könnt ihr überall kaufen. Und ihr habt einen 750 Watt Heckmotor mit ordentlich Power, nämlich 60 Newtonmeter, die er zieht. Ihr habt eine gute verschleißfreie Kette. Bei den Pedalen hier, muss ich sagen, die drehen endlich mal leicht. Sind auch für den Aufbau beschriftet mit rechts und links. Und ihr habt eine ordentliche Kurbel, mit der ihr fahren könnt. Dann habt ihr einen entsprechenden Dämpfer verbaut. Also ihr habt eine Vollfederung verbaut. Diese Vollfederung hat den Vorteil, sie ist auch einstellbar mit dem Dämpfer. Und federt relativ gut. Wenn ihr mehr Gewicht habt, solltet ihr natürlich die Federung entsprechend härter einstellen, sonst rumpfst es etwas durch nach unten. Ja, ansonsten der Gepäckträger hier, die Sattelstütze hat hier hinten eine Skala, die könnt ihr sehr weit rausziehen, also das ist die höchste Position, die ihr machen könnt. Da könnt ihr locker, wenn er 2 Meter ist, mitfahren. Ich bin auf einer unteren Position gefahren, obwohl ich 1,80 groß bin und da ist also ordentlich Platz. Ich denke so 1,60 bis 2 Meter könnt ihr locker fahren. Thema bei dem Rad ist natürlich mit seinen 38 Kilogramm ist relativ schwer. Das heißt, für kleinere Menschen würde ich sagen, vor allem für Kinder, ist es eher weniger geeignet. Das Gewicht kommt vor allen Dingen aus den breiten Reifen. Das sind 4 Zoll Reifen, die sehr breit sind, also 20 Zoll, 4 Zoll breite Reifen, aber mit einem guten Profil und auch einer guten Verarbeitung. So, kommen wir zum Akkupack. Im Akkupack ist es so, ihr habt 2 Schlüssel dabei, könnt ihn entsprechend abschließen, ihr habt hier eine Sicherung, die ihr drücken müsst, dann könnt ihr den Akku rausnehmen
Und dieser Akkupack, der hat hier vorne einen An- und Ausschalter, sodass ihr ihn auch ausschalten könnt, wenn ihr unterwegs seid. Ich kann noch einen zweiten Akku dazu kaufen, ist sehr einfach wieder einzusetzen. Der Akku hat fast 1 Kilowatt Kapazität, also 960 Wattstunden Kapazität. 80 Kilometer kommt er mit weit, also ich zumindest mit meinen knapp 100 Kilo und hier im welligen Gelände. Das finde ich echt beachtlich. Ihr habt ansonsten hier vorne eine Federgabel, die hat einen sehr langen Federweg von 180 mm. Der ist auch entsprechend einstellbar. Und ansonsten vorne die Reifen. So, wenn ihr jetzt mal rumkommt, dann seht ihr hier unten entsprechend die 180er Bremsscheiben. Die haben wir vorne und hinten. Auch hier Standardkomponenten, Bremssystem verbaut, sodass ihr die auch nachrüsten könnt, wenn da mal was kaputt geht. Das Schutzblech musste ich einzeln montieren. Das ist aus Plastik, also kein Aluminium. Und vorne habt ihr eine wirklich coole Lampe. Die müssen wir nachher nochmal bei Nacht zeigen. Und die hat auch relativ guten Lichtkegel, muss ich sagen. Hat mir sehr gefallen. Ja, ansonsten im Cockpit zeigen wir euch das Cockpit. Beim Cockpit ist es so, ihr habt entsprechend hier die 7-Gang-Schaltung von Shimano. Ihr habt hier einen Antriebshebel, das ist eine Gehhilfe, mit der ihr entsprechend fahren könnt. Auch die kann man über die Einstellungen entsprechend anlocken, das heißt, man kann auch ohne zu treten fahren. Dann habt ihr eine Reichweite von geschätzt, je nach 50 Kilometern, würde ich sagen. Ich habe das nicht ganz ausprobiert, aber so meiner Erfahrung nach dürften es 50 Kilometer sein. Kommt natürlich immer auf Gelände, Temperatur etc. an. Ihr habt entsprechend auch Standard-Bremshebel, die hier verbaut sind. Ihr könnt auch Shimano-Bremshebel nachrüsten. Das Display, das könnt ihr auch entsprechend anwinkeln. Ihr habt hier die Schaltung für die 5 Unterstützungsstufen. Hier unten ist der Anschalter und an den äußeren habt ihr die Programmierschalter. Ansonsten, wenn wir das Ganze jetzt anmachen, seht ihr hier im Display, wie das Ganze funktioniert. Das zeige ich euch nachher nochmal. Ihr habt dann hier einen Schalter für Licht, Licht an und Licht aus. Ihr habt eine Hupe, die ist extrem laut. Und was geil ist, ihr habt einen Blinker. Ihr könnt nach links und nach rechts blinken. Und das zeigen wir euch nachher nochmal. Dann schalte ich es mal an. Guckt mal. Man kann das Display sogar relativ gut erkennen. Er zählt also runter. Ihr seht hier hinten unten die gefahrenen Kilometer. Dann habt ihr hier die Unterstützungsstufe 1, 2, 3, 4, 5. Also 5 Unterstützungsstufen hat es. Könnt auch ohne fahren. Die Reichweite, die ich ermittelt habe, sind ungefähr 80 Kilometer. Also bei 100 Kilo Gewicht von mir. Bisschen Berg rauf und runter. Kommt ja so auf 80 Kilometer. Hat also einen dicken Akku. Kommen wir gleich nochmal zu. Das Tolle ist, ihr könnt jetzt entsprechend, wenn ihr hier seid, also angeschaltet wird hier unten, wenn ihr hier seid und beides gleichzeitig haltet, schaut, dann geht er in einen Programmierungsmod. Und wenn ihr dann auf Programm.6 geht, dann seht ihr hier unten die eingestellten Kilometer. Müsst dann hier an der Seite die Taste drücken, dann kommt ihr hier unten hin. Und dann könnt ihr mit der Plus-Minus-Taste entsprechend die Kilometer einstellen. Natürlich auf 25 die Werkseinstellung, hier geht es entsprechend mehr. Wir fahren jetzt in Norwegen, insofern können wir hier bedenkenlos auf 50 km/h und mehr gehen. Also ihr kommt bis 100 hoch, das ist mir allerdings viel zu gefährlich. Also 45, 50 km/h traue ich mir zu. Danach drückt ihr wieder hier die Taste in und haltet sie. Und dann springt das Ganze zurück und ist auf 45 km/h jetzt in dem Fall entsprechend programmiert. Ja, also ihr könnt unterstützt fahren, also treten. Ja. Aber das Geile ist, ihr könnt auch nicht treten und einfach den Gashebel betätigen. Das ist in Deutschland nicht zugelassen, deshalb sind wir ja hier in Norwegen unterwegs. Und wenn man es dann entsprechend entsprechend hochstellt, könnt ihr auch locker 45 fahren. Das kann ich jetzt mit einer Hand eigentlich nicht machen. Ja. Also das zu dem Thema. Bremsen mal. Also super. Ich bin jetzt Unterstützungsstufe 3 unterwegs. So, jetzt fahre ich hier im Electric Only Mode. Und das ist ja schon echt geil. Also einfach nur elektrisch einen Berg hoch.
Ja, über Feldwege geht das hervorragend, muss ich sagen. So, man kann auch All Electric fahren. Guck mal, auch das geht im Gelände. Also runter, super Federung. Wir haben jetzt hier 22% Abfahrt. Jetzt 25%. Da kann man wirklich gut fahren. Also das macht Spaß. Ja, also hier die 750 Watt, die bringen deutlich mehr als so ein 250 Watt Motor. Also hier komme ich wirklich gut hoch, trotz 25%. Muss mich gar nicht mega anstrengen. Das macht echt Spaß. Also kann man gut fahren. Ja, man kann echt auf den Wegen hier, ich muss natürlich jetzt einhändig fahren, relativ gut fahren. Schaut, das macht voll Spaß. Und ich bin auf Unterstützungsstufe 2. Ja, und es geht gut den Berg hinauf. Also da macht der Motor echt was her. Was halt auf Schotterpisten Spaß macht, ist einfach der All-Electric-Mode. Ja. Da kannst du echt fahren. Wahnsinn. Dafür ist Norwegen natürlich perfekt geeignet. Also egal ob All-Electric oder Pedal Assist, das macht echt Spaß. Ja. Also ich fahre jetzt hier mal so. Ja, in Norwegen darf man übrigens auch die Handys nutzen. Das ist wenigstens mal was. Ja, und wir sind hier auf dem Feldweg. Also es macht echt Spaß. Mit dem Rad kann man wirklich gut fahren, egal ob treten oder nicht. Was auch gut ist, guckt mal, wenn ich jetzt hier bremse, dann kommt da ein BR. Seht ihr das? Für Brake, für Bremse. Ja. Und das heißt, er hat dann auch entsprechend einen Anschluss für eine Bremslichtfunktion hinten. Und jetzt bremsen wir mal ein bisschen, wenn wir berg runterfahren hier. Boah, es macht so einen Spaß. Wahnsinn. Jetzt guck mal hier, da geht's hoch und es ist schlammig, matschig. Jetzt fahren wir mal hier hoch. Wow, der hat einen echt Hammerantrieb, muss ich sagen. Geht gut. Wer einen Berg mal schieben muss, der hat hier die Möglichkeit natürlich einfach mit der Gehhilfe zu schieben. Also er dreht einfach ein bisschen an dem Hebel und schon geht's vorwärts. Wow, noch nicht zu viel. Kommt er nicht mehr mit. Ja, hier muss man ein bisschen Gas geben, sonst schafft das nicht. Und aber schon geil, ne? Also muss ich sagen, macht Spaß. Was noch auffällt ist, dass ihr die Lampe hier immer ganz nach oben bauen solltet. Ich bin eben mal im Wald gefahren, wenn die Federung dann ganz durchschlägt, schlägt ansonsten die Lampe hier unten auf. Also immer ganz nach oben bauen. Ich baue es nachher nochmal zurück, ich hatte es nämlich so. Und ansonsten das Schutzblech, ja, seht mal, da ist schon einiges an Matsch unten drauf. Schutzbleche hätten tiefer sein können, um das zu verhindern. Geht eigentlich ganz gut, ne? Also sieht man sehr gut das Rad. Auch das Display kannst du nachts gut sehen. Und jetzt gucken wir uns mal den Lichtkegel an. Also hier ist der Lichtkegel. Wo sieht das aus? Ich kann ihn jetzt ein bisschen runterdrehen, glaube ich, ein bisschen hoch eingestellt. Oh. Oh, das ist eigentlich gut, ne? Also kann man wirklich gut fahren, muss ich sagen. Also für von der Stange ist es wirklich gut. Jetzt seht ihr nochmal den Blinker bei Nacht. Ist auf dem Film nicht ganz so gut zu erkennen, aber in Natur sieht es besser aus. Also nicht schlecht.
Und hier seht ihr so ein bisschen den Lichtkegel. Ah, damit kann man wirklich gut fahren, ne? Also auch schnell. Überhaupt kein Problem. Macht Spaß. Also gut ausgeleuchtet. Hier ist noch so ein kleiner Trick, nämlich hier ist so ein kleiner Knopf. Da kommt man überhaupt nicht drauf. Der ist hier drunter. Also hier drunter. Und mit dem Knopf könnt ihr auf Dauerlicht stellen, Blinklicht oder aus. Was ich jetzt noch sagen muss, ist der Sattel, der ist sehr weich und der hat mir trotzdem relativ gut gefallen. Das ist selten, muss ich sagen, dass mir sowas gut gefällt, aber der ist wirklich gut. Was noch wichtig ist, also das Rad ist in Deutschland mit dem 750 Watt Motor nicht zugelassen. Wenn ihr zugelassen, also auch versichert im Fall des Falles fahren wollt, holt euch die 250 Watt Version. Da könnt ihr nichts umstellen. Bei der 750 Watt Version, die ihr im Ausland fahren könnt, die ihr entsperren könnt im Menü, wo ihr den Gashebel habt, mit dem ihr quasi antriebslos fahren könnt, also ohne zuzutreten, habt ihr natürlich mehr Möglichkeiten. Nichtsdestotrotz, wenn was passiert, wird es mit der Versicherung sicherlich sehr schwierig. Kommen wir mal zum Fazit vom C-Mace Wheel und V20, das Modell. Ich bin fast begeistert, nicht ganz, weil es ein bisschen flickrig zum Zusammenbauen, also nicht ganz so einfach. Einige Komponenten, wie jetzt hier diese Plastikteile, die sind zwar fest, die sind auch gut, für den Preis glaube ich völlig okay, aber ich hätte mir vielleicht doch in Alu gewünscht, weil es auch dann nicht so ausgraut. Ja? Ansonsten von der Funktionalität, eines der besten Bikes, was ich je hatte mit den Fat Tires. Ja? Ihr habt nämlich den All-Electric Mode für Leute, die einfach nicht treten wollen, aber elektrisch angetrieben werden wollen. Ihr habt entsprechend den Pedal Assist, also den ganz normalen Modus. Und ihr könnt auch einfach, wenn ihr auf den Unterstützungsmodus 0 geht, könnt ihr ganz einfach nur fahren. Nur fahren wird echt schwierig, denn das Ding wiegt 38 Kilo. Also ich glaube, ihr müsst einfach im Unterstützungsmodus fahren, wie jedes normale E-Bike. Ihr habt einen Drehmomentsensor, das heißt, es ist wirklich ein langsames, gutes Einsetzen bei der Fahrtunterstützung. Es macht Spaß, damit zu fahren. Ihr habt eine sehr, sehr gute Mittelfederung. Die ist auch ab Werk, denke ich mal, so für 80, 85 Kilo gut eingestellt. Ansonsten müsst ihr sie ein bisschen mit Luft rein-raus nehmen. Vorne, die Gabel ist mir viel zu hart eingestellt ab Werk, musste Luft raus, damit ihr ein bisschen Federung habt. Ansonsten die Reifen nehmen ohne Ende schon weg an Schlägen. Also da kann man sehr, sehr gut mitfahren. Und ja, das Tolle ist, ich habe den 750 Watt Motor bestellt. Man kann auch die 250 Watt rein deutsche Variante nehmen, aber mit dem 750 Watt Motor kann ich halt Gas geben, kann auch die Geschwindigkeitsbegrenzung rausnehmen. Selbst so einen leichten Berg hoch mit ungefähr meinen 100 Kilo kommt dieses Rad, ja, dann hat ja 140 Kilogramm Systemgewicht, Fahrrad und ich, kommt es locker mit 40 km/h im Electric-Only-Mode, dem Berg hoch, also ihr müsst nicht treten. Das finde ich gut und ihr könnt ansonsten sehr, sehr gut damit fahren. Wie gesagt, Federung, es liegt gut auf der Straße, das Gewicht merkt man gar nicht. Ihr habt super viele Funktionen mit dem Blinker, mit der Hupe und was ansonsten ein bisschen ungewöhnlich ist, ist, wenn ihr hier entsprechend einschlagt, kommt ihr nur genau so weit, weil hier ist eine Begrenzung. Ja? Also das ist der maximale Lenkeinschlag, der ist völlig ausreichend, aber für Leute, die wirklich professionell fahren wollen, ist es ein bisschen ungewöhnlich. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, tolles Bike, kann ich wirklich empfehlen für die Leute, die einfach ein bisschen schneller fahren wollen. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, ein Abo. Wir haben ja immer wieder coole Bikes und mal auch nicht so coole Bikes und sagen euch da einfach, wie es ausschaut, hier auf fahrradblog.de. Bis bald. Ciao, ciao.